Willkommen zu einer weiteren Folge The Witch of Fern Island. Ich stehe hier vor meinem wundervoll erweiterten Haus. Nein, ist es ja nicht. Ich habe letztes Mal einfach meinen Verkaufsstand vergrößert. Ja, und ich dachte, das wäre das Haus. Aber diese Folge werden wir das Haus erweitern, hoffentlich. Ich muss gleich mal gucken. Erstmal holen wir die Kohle ab. Naja, 1500. Und nichts drin, aber wir haben ja eine Reihe mehr. Das heißt, ich kann da auch mal gerne mehr reinpacken. Das Bild wird definitiv nicht verkauft, obwohl es ist, das ist schon sehr lukrativ, ne? 1000 Münzen mal eben so. Nee, das wird hier als Deko-Element dienen. Wir schauen jetzt einfach mal, was kostet mich das Haus? Ich habe das nämlich schon wieder vergessen. So, ab auf dem Besen und dann schauen wir mal nach. Ich meine, es waren 10.000 Münzen, aber der ganze Rest, was ich dazu brauche. Es war aber, guck mal hier, weil unsere Statisten fangen wieder an zu arbeiten, das ist immer lustig. Genau an dem Punkt beginnen die und laufen dann los und gehen ihrem Tagewerk nach. Also die laufen eigentlich nur rum. So, geh auf den Besen, genau, und wieder runter und mal ins Buch gucken. So, den Hexenstall verbessern wir nicht, das haben wir schon gemacht. Goldsichel-Upgrade wäre auch sehr geil. Was ist das hier für ein Stein hier? Ein Topaz? Ich habe bestimmt einen Topaz. Aber lass mal gucken, also die Sichel upgraden wäre schon richtig gut. Weil desto bessere Sachen kriege ich heraus, wenn ich ernte. So, Hexenhaus Interieur erweitern, das muss es sein. Ah, ich brauche Nägel. Also ich brauche Holz, ich brauche Hartholz, ich brauche Steine. 20 Nägel. 20 Nägel merke ich mir mal. Der Rest ist ja, nehme ich einfach einen Stack mit und gut ist. Aber Nägel, glaube ich, muss ich erstmal herstellen. Das müsste eigentlich so sein. Oh, Honig ist fertig. Und vielleicht auch das andere, ein oder andere hier im Dings. Im Garten. Mal gucken. Disteln. Zwiebeln. Ist alles noch, naja gut, Wassermelonen. Tomate. Kann das sein, dass ich die zur falschen Jahreszeit eingepflanzt habe? Tomate. Müsste ich mal gucken. Die Frage ist ja, und das wisst ihr bestimmt auch, was passiert eigentlich mit den Sachen, die ich einpflanze, die nicht Saison haben? Hallo, hau ab hier. Haben die dann, so. Mach dir dein Haus kaputt. Ja. Ja, und jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Hm? Gehst zum nächsten Haus, verdammt. Warte mal, da muss ich auch noch wegnehmen hier. Haha. Ja, doch, er haut ab. Okay. Gut, was passiert mit diesen Sachen? Also wenn jetzt irgendwas angepflanzt wird, was nicht Saison hat, bleibt das dann... Ich nehme mal schnell ein anderes Werkzeug. Oh Mann. Bleibt das dann so lange da stehen, bis dann die Saison ist und fängt dann an zu wachsen? Also verliert man das nicht, aber es wächst dann nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie ausprobiert. Hier drin könnt ihr auch mal was anpflanzen. Naja, machen wir noch. Ist gerade nicht so mein primäres Ziel. Jetzt wollen wir erstmal Haus erweitern. Wachs. Sehr schön. Gut, also Haus erweitern. Was machen wir hier eigentlich gerade? Ah ja, Stabstahl. Ich weiß gar nicht, ob ich den für irgendwas Bestimmtes gemacht habe. Ich brauche jetzt Nägel. Dafür brauche ich Kupfer, glaube ich. Ne? Kupferbarren und... Ah, Treibholz war das. Schon lustig, dass man Holz braucht. Naja, fürs Feuern vielleicht. Habe ich gar nicht so viel. Dann machen wir doch mal... Und dann brauche ich garantiert, ja, die beste Kohle muss es ja nicht sein. Da reicht auch der billige Kram. Ich habe auch mal überlegt, ob ich irgendwann mal anfange, die Sachen zu verkaufen, die halt so wie hier gar keine Qualität haben. Also die niedrigste Qualität. Normal. Dass ich die einfach verkaufe, dass ich Platz kriege. Ich meine, hier geht es ja noch, aber es gibt ja Kisten, die sind wirklich rappelvoll. Und da man dann sagt, okay, alles was, ja, warte mal, ich will doch das hier machen. Hä? Stand da nicht? Hä? Stand da nicht eben Treibholz? Ah, das war bei den Nägeln. Ah, gut. Jetzt brauche ich noch Weichholz. Habe ich nicht noch? Habe ich nicht schon eine Holz? Ja, genau. Da ist es. Ja, ich weiß, ich könnte es auch reinholen. Das geht ja auch irgendwie. Achso, der läuft ja hier noch. Ja, wähle zuerst das Rezept. Ja, dann mache ich schon mal das hier. Geht das eigentlich? Ja, klar, geht. Ja, sehr schön. Ja, gut, dann brauchen wir erstmal das. Dann packen wir das erstmal alles zurück hier. So. Ja, das wäre jetzt halt die Frage, ne? Wie viel würden das betreffen? Na gut, hier würde ich es vielleicht noch nicht machen.
Wo könnte man das machen? Ja, gut, hier lohnt es sich auch noch nicht, weil da habe ich noch nicht so viel davon. Wie lohnt es sich auch noch nicht? Hier 26, also wenn ich mal, ja. Die Kiste ist aber schon fast, die ist schon voll. Wobei, ich könnte auch mal so eine Kiste machen, nur mit Saaten, dann geht das schon mal raus. Und ich kann mir vorstellen, ja, so wie hier ist eine Saat. Und ja, hier ist eh alles viel durcheinander. Hier sind ein paar Saaten. Wobei, hier stört das nicht unbedingt. Ah ja, gut. Dann lass doch mal schauen nach der Goldsichel. Was war denn das? Schwefel? Warte mal, ein Topaz. Ich muss einen Topaz haben. Ohne den brauche ich gar nicht jetzt gucken. Und den habe ich nicht. Rubinrot, rosa Quarz. Nee, Topaz habe ich nicht. Ja, weiß der Teufel, wo ich den herkriege. Drei Nägel habe ich, ja gut. Das nützt mir nichts. Drei Nägel nützt mir nichts. Hier ist auch ziemlich viel durcheinander, glaube ich, ne, bei meinen ganzen Sachen. So, jetzt hatte ich einen Tipp bekommen, aber ich weiß nicht mehr, was es war, wie ich diese Eisenessenz kriege. Oder Metallessenz oder so. War das irgendein Pilz war das, irgendein Pilz. Wenn ich ihn habe überhaupt. Austernpilz. Ich glaube, es war Austernpilz. Ich bin mir noch nicht mehr sicher. Ich schmeiß den mal rein. Rein damit. Los geht's. 18 Sekunden, dann wissen wir Bescheid. So, ich werde hier mal so ein bisschen das ganze Unkraut wegmachen. Der nimmt so ein bisschen Überhand langsam. Und meine Hühner streicheln. Ja. Das Gackeri. Futter habt ihr noch, sehr schön. Hallo. Das ist der Herbert, mit dem ich eigentlich noch gar nichts anfangen kann. Und da haben wir noch ein Hühnchen. Komm her, hab ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Nein, habe ich nicht. Ja, wenn du da so dicht am Dings langläufst, hast du Pech. Und die Helga. Sehr schön. Wieso liegt hier Holz? Einfach so. Was soll denn das? Frechheit. Ja, nehmen wir das mal alles mit. Dann wäre die Frage, wo kriege ich Rubin? Diesen Topaz her, ne? Klar, aus irgendeinem Vorkommen, das ist logisch. Aber welchen? Welchen? Man weiß es nicht. Das Geräusch beim Aufheben, ne? Pam, pam. Drachenpilz. Schneid das mal weg, ist besser. Ja, genau. Kriegst du vielleicht mal eine Saat auch dazu. Mhm. Dann müsste ich auch mal noch machen. Ich muss eigentlich noch ganz viel... Hallo, was ist denn da los? Ist hier was interessant, oder? Hier gibt es mal was zu sehen. Oder fress dir mir mein Kram weg. Da muss ich mal wirklich einen Zaun drum machen. Boah, ist hier viel Unkraut. Also es wäre schön, wenn man diese ganze Fläche auch begrünen könnte, ne? Dass man wie so einen Rasen sehen könnte oder so. Weil das sieht doch alles ein bisschen sehr, sehr karg aus, ne? Vielleicht kann man es ja auch. Und ich brauche mal langsam was anderes als dieses Krönchen. Ich kann da langsam auch nicht mehr sehen. Klar, ich könnte es auch absetzen. Aber dann bräuchte ich wieder einen Slot mehr irgendwo in der Kiste. Weil irgendwo gibt es ja auch den passenden Hut hierzu. Zu den Klamotten, die ich habe. Und den werde ich auch noch finden. Ah, Inventar ist voll. Drachensporen. So, ja, da haben wir erstmal das meiste weg. Ich meine, morgen ist hier eh wieder was. Morgen ist ja eh wieder irgendwas hier am Wachsen. Hallo? Da wollte sich mal verstecken? So. Gut, das haben wir, wa? Das haben wir. Ja, da bräuchte ich eigentlich nochmal so ein Ding. Ja, hier, das hab ich doch gar nicht aufgehoben, Junge. Ach, da war Wachs, okay. Ja, die ganzen Pilze. Den kennt er noch nicht. Das Holz. Wunderbar. Ja, für Essenzen bräuchte man vielleicht so ein Ding. Für Saaten bräuchte man so ein Ding. Naja, gut, ob man dafür extra jetzt für Essenzen extra so ein Ding braucht. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Essenzen es gibt. Was habe ich eigentlich hier noch für Kisten?
Kuddelmuddelkisten. Aber richtig. Eieieiei, ich habe so viel Zeug. Warte mal, da sind aber bestimmt ganz viele Sachen bei, die ich spenden kann. Habe ich schon? Habe ich noch nicht. Guck mal. Machen wir das doch mal. Wir spenden mal ganz viel. Alles, was gespendet werden kann, kommt jetzt mal ins Museum. Die Frage ist, was mache ich eigentlich mit den Sachen, die ich noch... Ja, ich glaube, manche brauchst du schon, um mal was herzustellen. Okay, hier nicht. Ja, siehst du, guck mal. Ah, da geht's weiter. Kann natürlich sein, dass ich jetzt manche Sachen doppelt mit reinnehme, aber... Das ist denn so. Ja, so wie den hier halt, ne? Huhn, ja gut, dann Huhnkralle, nehme ich die Huhnkralle. Und das Ding, Trilobit haben wir schon. Habe ich auch schon. Das ist alles dasselbe. Das ist identisch. Farben natürlich nicht, das haben wir schon, das haben wir schon. Die Eier nicht, das haben wir auch schon. Okay, wie ist denn das eigentlich jetzt draußen? Habe ich da irgendwas? Das könnte gut sein, oder? Ja, solche Edelsteine. Guck mal, das hier zum Beispiel. Diamant. Ja, genau. Den spende ich einfach mal. Ja, kostet ja zu klicks. Warum ist hier ein einfaches T-Shirt drin? Das hat hier gar nichts verloren. Mann. Ja, Glas nicht. Ich denke mal... Das hier. Ja, das wird Malachit. Lapis Lazuli. Oder Lapis Lazuli, wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Oh, Mann. Ich habe doch nur einen davon. Naja, du kriegst den schlechten. So, das haben wir. Haben wir auch noch nicht. Warte mal, da hatte ich doch aber auch irgendwie so ein Bier da, genau. Ja, nehmen wir den. Das muss nicht. Das muss. Das muss. Ja, was muss, das muss, ne? Kannst du gar nichts gegen machen. Ein Stein? Könnt gerne einen Stein haben. Ja, kriegst du den hier. Boah. Ich glaube, sowas wird man ja wohl nicht, Obst und Gemüse und so, da wollen die ja wohl nicht haben, ne? Essenzen auch nicht. Nee, das wollen die nicht haben. Irgendwelche Blumen? Ich glaube nicht, dass sie da Blumen haben wollen, ne? Nee, Blumen werden ja nicht gespendet. Die wollen die richtig teuren Sachen. Ah, oh, da müsste ich mal gucken. Ja, Köder natürlich nicht. Irgendwelche Muscheln, die ich noch nicht gespendet habe vielleicht? Ja, nee, da, achso, der, ja, genau, ein Opal, ja klar, den schenkt, ja klar. So ein Opal, den kriegst du, natürlich. Oh Mann, dafür möchte ich aber wirklich was Tolles haben, das, kann ich dir gleich mal sagen. So, und hier ja wohl auch nicht. Nee. Gut, dann flattern wir einmal los. Ab zum Museum, spenden alles mal. Oh, jetzt will ich mal gucken, ob ich da, wie dicht ich an ihn rankomme. Ja, so hoch komme ich, glaube ich, gar nicht, oder? Obwohl, naja... Ja, doch. Ja, doch, eigentlich schon. Aber komme ich an den ran? Der ist ganz schön schnell. Junge, flieg mal nicht so schnell. Dreh mal rum. Dreh um. Ja, ich glaube, ich komme langsam ran, ne? Ich will das Ding mal von nahe sehen. Ob das irgendeine Bewandtnis hat, ob man mit dem irgendwas machen kann. Ob der mir eine Quest gibt oder so, ich weiß es nicht. Oder er frisst mich einfach auf. Hab's, weg. Spiel zu Ende. Naja, fliegt doch ein bisschen höher, ne? So, Junge, komm, mach mal eine Linkskurve. Ich will dich mal von nahen sehen. Der fliegende Wal. Hallo. Na? Krasses Style. Ich werfe auch einen Schatten. Warte mal. Ah, geht nicht, ich bin zu weit oben. Ich wollte gerade absitzen. Auf den Rücken setzen. Ist schon, naja, schön. Ja, wie schon. Schön, schön eigenartig. Ob der noch irgendeine Bewandtnis hat? Naja, gut, du, ich muss weiter, ne? Ist ganz schön der Weg jetzt. Aber schon hübsch von hier oben, ne? So hier der Leuchtturm da, das Städtchen, die paar Boote da unten. Dieser komische Wal. Oh, jetzt fliegt er aber ganz schön tief. Lass die Boote in Ruhe. Lass die Boote in Ruhe. Komm mal hoch, ja, komm mal weiter nach oben.
Also irgendwas muss der doch. Der kann doch nicht einfach nur jetzt, weil sie sich dachten, was machen wir noch? Ah ja, lassen wir da einfach mal einen Wal in die Luft rumfliegen. Der muss doch irgendeine Bewandtnis haben. Der muss doch irgendwie relevant werden. Ja, kriegen wir schon noch raus. Gut, ich wollte zum Museum. Oder, ja. Museum, ja. War doch hier mit drin, ne? Ich muss das Spiel viel öfter spielen. Dann vergesse ich sowas nicht. So. Aber ich meine, das war hier, ja. Jo, nach oben und dann hier einmal in die Spendenbox. So, jetzt geht's ja los. Spenden. Die wissen das gar nicht zu schätzen, was ich alles spende. Ja, ich glaube schon. Ach, das gut, ganze gute Zeug. Ja, schön Opal hier, weg damit. Ich wette, ich brauche gleich für meine Sichel irgendeins von den Sachen, die ich gespendet habe. Gut, so, kriege ich dafür irgendwas? Ich finde, dafür sollte ich irgendwas kriegen. Oh ja, ich krieg was. Oh, naja, gut. Naja, gut, das ist nicht schlecht. Inventarslot. Das ist schon mal gut. Wo ist er? Da. Verwenden, dann kriege ich den dazu. Jawohl. Sehr schön. Und hier kriege ich auch was. Oh, antikes Hexenkleid. Kriege ich noch irgendwas? Nee, leider nicht. Antikes Hexenkleid, das ziehen wir mal an. Schick. Das ist aber schick. Da passt die Krone jetzt auch irgendwie zu. Sie guckt so traurig. Guckt doch nicht so traurig. Das ist auch hübsch. So. Dann wollen wir mal raus. Das finde ich ganz cool an dem Spiel, ne? Kriegst du neue Klamotten. Und die haben sie ja eigentlich auch ganz schick gemacht, so. Immer mal gucken, nicht, dass hier so ein Eumel irgendwo versteckt ist. Garantiert ist hier irgendwo so ein Eumel versteckt. So, ich wollte noch mal gucken wegen... Ach, guck mal, der Tisch lässt auch gerade machen. Wegen der Sichel. Ach ja, was brauche ich da? Ach, das war... Ach, das... Dafür brauche ich den Topaz. Habe ich doch auch gesagt. Topaz, Topaz. Wo? Ah. Wo finden wir sowas? Jetzt gucke ich erst... Ich gucke erstmal nach den Kupferbarren und dann gucken wir mal... Ob wir irgendwelche Erzvorkommen irgendwo finden, wo vielleicht mal ein Topaz mit abfallen könnte. Das wäre natürlich richtig gut. Und da muss ich mal was Neues zu essen herstellen, weil ich habe nur noch 10 Speisen. Habe ich im Inventar noch sowas? Nee. Die Klamotten könnt ihr mal wegpacken. Oh, ist voll. Ist voll. Ist auch voll. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, in ein Haus. Oh, ich habe irgendwas erreicht. Sehr schön. Dann packe ich es hier erstmal irgendwo rein. Hier liegen ja eh schon Klamotten drin. So. Ja, das kann auch erstmal hier rein. Und der kommt woanders hin. Die Tränke draußen eigentlich. Und dann habe ich noch nichts in der Verkaufskiste, ne? Ja, es ist traurig. So. Ja, ich gucke erstmal nach den Essenzen. Ich will mal nach Essenzen gucken, was ich da jetzt bekommen habe. Achso, ja. Du musst es doch starten, Captain. Jetzt geht's los. Oh Mann. Oh, schlimm, schlimm, schlimm. So. Ja, komm, wir machen noch mehr. Ja, das da bitte. So. Das auch erstmal wieder rein. Und irgendwo hatte ich schon Essenzen mal drin gehabt. Wir sind doch erstmal einfach dazu. Genau. Und... Oh nein. Das habe ich nicht gesehen. Aber... Alles schon gespendet, okay. Das müsste ich mal alles zusammenführen, ne? Müsste, müsste. Hätte, hätte, Fahrradkette. So, ja, packe ich erstmal hier rein. Und das Gemälde... Kann ich das nicht einfach so an die Wand klatschen? So, wenn ich jetzt sage, hier Dings und jetzt sagen wir mal, halten. Ort. Ah, jetzt, okay. Ja, hier ran möchte ich es haben. Ja, ob ich das hinkriege mit der Höhe? Naja, ungefähr. Das hängt ein bisschen höher. Egal. Ja, schick. Schick, schick. Ja, hier gucken wir mal rein. Was habe ich denn da jetzt erreicht? Was habe ich da jetzt erreicht?
Hier auf der Seite nichts. Da, beanspruchen. Philanthrop. Spende 30 verschiedene Gegenstände. Sehr gut. Belohnung, Ritual oder Rezept. Silberohrringe. Okay, habe ich noch was? Oh, ich habe noch was. Ich habe noch was gemacht. Ich glaube, das fängt von vorne an, ne? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Was haben wir? Kosmoturgie. Größe der magischen Tasche um 8% erweitert. Belohnung, Ritual oder Rezept. Croissant. Lecker. So habe ich noch einmal geschafft. Nee, fängt wieder Weisheit an. Ist aus. Dann schauen wir doch mal nach diesen Ohrringen. Da sind sie. 450 bringen die. Amethysten. Ich habe ein paar Amethysten, aber Silbererz habe ich auch. Bestimmt nicht viel. Nee, ich könnte gerade mal einen machen. Also, weil die Amethysten halt nicht da sind. Ich muss mal ein bisschen Stuff holen. Wo habe ich denn meinen Besen jetzt? Wo habe ich den Besen jetzt hingepackt? Oh, ich wollte gerade sagen. Ja, weil außer Hand nehmen, genau. Da habe ich schon ein bisschen Panik bekommen. So, was ist mit der Kiste? Ist sie auf? Nö. Gleich ja. Schnelligkeitstrank. Warum nicht? Ja, dann schauen wir mal so ein bisschen nach irgendwelchen Ärzten. Haben mich da jetzt wirklich gerade die Bienen verfolgt? Ist das denn ihr Ernst? Dachten die wirklich, die kriegen mich? Niemals. So. Ärzte. 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 Mach keinen Scherz. Wo ist das Erz? Hier glaube ich nicht. Nee. Da ist Holz. Wir brauchen ja eigentlich Erze. Ich weiß gar nicht, ob es hier auf der Ecke irgendwo ein Erzvorkommen gibt. Oder überhaupt Erzvorkommen. Oh, da. Die war schon mal offen. Und die ist auch gerade nicht. Die hat doch gerade... Ah, ich wollte nicht runter. Nee, doch, ich wollte das einsammeln hier. Disteln. Nee, nee, Quatsch, wollte ich eigentlich gar nicht. Ach man, steck wieder auf. Was ist das da unten eigentlich? Kann man damit irgendwas machen eigentlich? Eigentlich? Nee, kann man... Kann man sich angucken. Was gibt's hier Schönes? Ich sehe jetzt gerade nichts. Ich höre aber Bienen. Die stechen mich hier bestimmt in der Luft. Es kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo in meinem Erz ist. Frage ist halt auch, wo kriegst du so ein Opal her? Na, war das ein Opal? Ja, irgendwie sowas. Irgendwie ein Stein. Da haben wir wieder sehr viel Holz. Ja. Ja. So, was suche ich nur als Stein? Da vorne müsste, glaube ich, irgendwas sein. Da war irgendwie Silber immer. Da fliegen wir mal hin. War das hier? Oder war das an irgendeinem Strandabschnitt? Das war dann wohl irgendwo anders. Ist hier vielleicht irgendwas bei? Nee. Das ist ja verrückt, ne? Oh, das ist eine Kiste. Aber die ist unbedeutend. Eine unbedeutende Kiste. Ein bisschen Müll. Das kann doch nicht sein. Hier muss man doch mal irgendwo ein bisschen Müll finden können. Ja, Müll habe ich gefunden. Verrückt. Verrückt ist das ja. Das ist ja verrückt. So, wo ist denn das? Also, siehst du natürlich gar nichts. Da ist ein Bienenkörbchen. Irgend so ein Rätsel. Ein abgesoffenes Haus. Hier sieht man auch so schwer was. Ja, dieses Hühnerrätsel, da muss ich auch nochmal machen. Aber nicht jetzt. Na gut, komm, die Kiste machen wir mal auf.
Ui, das war knapp. Naja, Holzfällertrank und Schnelligkeitstrank. Hier siehst du ja nichts. Das wäre ja so schlecht hier. Und die Sicht ist ja sowas von 0-0. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Und dann sehe ich hier gar nichts mehr. Oh, oh, oh. Ja, genau. Geh genau da runter, wo die Bienen sind. Das ist toll. Aber da habe ich doch irgendwo eine Kiste gesehen eben. Irgendwo war hier eine Kiste. Ja, atme mal tief durch. Was ist das hier für ein Zeug? Distel. Irgendwie ist gerade Distelzeit. Ich glaube, das war aber nicht die Kiste, die ich meinte. Dank der sanften Landung, ja, der hätte ich eben gebraucht. Ja, Disteln. Ach, Mann. Ich wollte nur ein bisschen rumfliegen, jo. Such mal ein bisschen. Bisschen Erze, aber hier habe ich da wirklich gar kein Glück gerade. Schön ist es hier, ja, klar. Aber kann ich mir gerade nichts verkaufen. Hier war... Oh! Sind das alles Kisten, die ich aufmachen kann? Ja, scheint so. Aber erstmal möchte ich den hier haben. Schön dran vorbei. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Na gut, dann nochmal. So. Nein, nicht fliegen. Mitnehmen. Sehr schön. Jo, 17 von 70. Bald habe ich alle. So. Naja, komm, dann kloppe ich aus Frust jetzt mal so ein paar... Oh, was ist das denn? In Anbetracht des seltsamen Symbols auf dem Tor brauche ich wohl eine ganz spezielle Methode, um es zu entschlüsseln. Mhm. Interessant. Ich hau mal weiter die Kisten auf. Sind auf jeden Fall ein paar nette Tränke dabei. Der Krafttrank. Wer kennt ihn nicht? Meine Herren. Also hier kann man, wenn man jemand Tränke braucht, hier kann man sich welche holen. Ja. Ich brauche erstmal Energie. Ja, aber nicht das bekommen, was ich haben wollte, ne? Ja, das ist, man sieht jetzt ja auch nichts mehr. Das macht überhaupt gar keinen Sinn hier. Ich müsste mal mehr in die Wüste. In der Wüste ist ja, glaube ich, da ein bisschen mehr Glück. Oh, oh. Hallo. Hallo. Nein, runter. Runter, runter. Ein Weltraumstein. Heißt das Ding echt Weltraumstein? Ein Weltraumstein. Verwenden. Geil. Noch ein Slot mehr. Ja, genau. Das ist da. Schön. Guck mal, da oben ist auch irgendwas. Ich glaube, wir werden das einmal abklappern müssen hier oben. Was es hier so Tolles gibt, weil hier oben war ich noch gar nicht. Ob man hier regulär irgendwie raufkommt. Ich weiß es gar nicht. Also von wo dann, ne? Da müsste es ja irgendwo eine Treppe geben oder sowas. Okay, hier ist ein bisschen Holz. Kann ich das eigentlich weghauen? Jo, das kann ich schon weghauen. Das Eisenholz? Ja, ist Eisenholz. Lecker Eisenholz. Ach, Mann. Diese Ausdauer.
Ja, eine bessere Axt wäre hier. Was habe ich da gerade eingesammelt? Achso, das war nur in Blau. Ich habe da nur irgendwas Blaues gesehen. Oh, was ist das denn? Tintenfischpilz. Habe ich noch nie gehabt. Geil. Ein Tintenfischpilz. Wer kennt ihn nicht? So, das muss ich aber schnell machen hier. Jetzt wächst das wieder zu schnell an. Das ist ein bisschen doof im Moment. Ich müsste verschiedene Sachen haben zum Essen. Weil da kommst du gar nicht gegen an und dann verliert man halt Energie. Oder wirklich nur eine Sache essen und dann muss ich halt eben öfter essen. Es ist halt so. Ja, man hat echt... Ich finde das mit Energie ist echt wenig, ne? Also du bist mega am Kochen. Oder musst sehr viel kochen. Und bist eigentlich nur am Futter, ne? Jetzt kann ich wieder das nächste reinballern. Und habe eigentlich nur ein paar Stämme hier weggekloppt. Schön lecker Gurkensalat. Der gibt richtig Energie. Da kriegst du richtig Kraft von. Gurkensalat. Mm. Sag mal, gehört die Krone sogar zu dem Dings? Alt, nee, alte Hexenkrone, antike. Okay, nicht ganz. Naja, aber antik. Alt ist ja auch antik. Ja, ich muss auf jeden Fall Essen machen. Das wird langsam. Das geht zu Ende. Ich glaube, ich habe auch nichts mehr. So. Irgendwo da hinten hat es nämlich noch geleuchtet. Da wollen wir auf jeden Fall nochmal hin. Auf einen der Dinger hier. Hier sind Glöckchen. Okay. Das einzige Glöckchen. Ich habe gerade nichts zum Werfen dabei, glaube ich. Und hier ist ein Rätsel. Also das werde ich mir mal angucken müssen. Hier oben leuchtet was, das wollte ich mir nochmal angucken. Ah, okay. Ja gut, die kriege ich nicht weg. Ich glaube, die kann ich noch nicht. Oder? Ja, völlig unwirksam. Ja. Oder habe ich was zum Springen dabei, wo ich gerade hier bin? Warte mal, ich habe doch Holzfällertrank. Verringert die Ausdauerkosten. Nee, okay. Verringert die Ausdauerkosten. Trank der Ernte. Der Sonne wachsen. Zaubertrank für süße Träume. Schnelligkeitstrank. Krafttrank. Wurfwolke. Erzeugt eine Regenwolke über dem Ort, auf der der Trank geworfen wurde. Wird verwendet, um Pflanzen leicht zu bewässern. Das ist cool. Da müsste ich mir sehr viele von machen. Nee. So, wo ist mein Zuhause? Da ist mein Zuhause. Dann fliegen wir da mal hin, genau. Oh, da ist, glaube ich, eine Kiste zu mitnehmen. Oh, was ist das denn? Mitten im Dings ein Erz? Ist das... Was ist das denn? Hallo? Platinerz? Krass. Ja, da hau ich nochmal Ausdauer rein. Also kein Problem. Kupfererz? Ist ja alles drin hier. Lapis Lazuli, okay. Aber wenn das eine hier ist, dann ist doch... Wo eins ist, ist doch mehr. Oder? Nee, irgendwie. Na, hier ist noch einer, okay. Den nehmen wir noch mit. Immerhin, wir haben ein bisschen Erz gefunden. Aber das ist ja auch eine Mischung, ne? Platinerz und dann kommt da wieder Kupfererz raus. Hm. Hallo, nach oben, nach oben. Da ist noch eine Kiste. Ja. Noch ein Weltraumstein, meine Herren. Ching, ching. Und noch ein Slot mehr. Was sind das für tolle Pilze da drüben? Nee, nicht fliegen. Runter. Ah, galaktische Trompete, die nehme ich auf jeden Fall mit. Die treffe ich nur wirklich sehr selten an. Oh, hier könnte ich ausbuddeln. Habe ich auch noch Platz? Klar, doch. Hab doch. Ey, das muss ich mir mal merken. Hier ist ja richtig viel zum Ausbuddeln. Das ist ja geil. Schöne Schienbein ausgebuddelt.
Inventar ist voll. Da ist aber auch irgendwas Tolles bei. Ne, ich muss aufhören. Dann schmeißen wir irgendwas raus. Ja, was? Was schmeißen wir raus? Schmeiß das hier raus, komm. Ablegen. Das Horn. Das Horn wäre sehr interessant. Habe ich das jetzt dabei? Ja. Ah, das hatte ich schon. Na ja, gut. Okay, muss ich hier mal später vorbeikommen, nochmal alles abholen. Da hat man schon so viele Inventarslots, ne? Und trotzdem kein Platz. Verrückt. Das ist wirklich verrückt. Das ist total abgefahren. Warte mal, hier unten vielleicht? Da gibt es ein Rätsel, ne? Nee. Ärzte gibt es ja nicht. Ein Rätsel. Also so eine Kiste halt. Muss ich mal machen bei Gelegenheit. Wie alles. Wie, oh, hoch, hoch, hoch. Boah. Ich will doch nur nach Hause. Und vor allem will ich mal gucken, was mit den Essenzen jetzt ist. Ob das da hinhaut. Es war auch noch irgendeine Blume. Ich muss noch mal gucken. Ich guck mir das noch mal an. Oh, hier auch eine Kiste. Ich kann sie aber nicht mitnehmen. Alles voll. Ach, Mann. Alles schläft in der Stadt. 1.40 Uhr schon. Oh, jetzt wird's aber Zeit. Wann ist hier eigentlich Schluss? Ich weiß gar nicht. Gibt's hier überhaupt? Wird man irgendwann ins Bettchen befördert? Wir werden es gleich sehen. Gleich ist nämlich 2 Uhr. Ja, tatsächlich. Metallessenz. Okay. Schnell ins Bett, schnell ins Bett, schnell ins Bett. Also wenn 2 Uhr war, war das wirklich knapp. Sehr schön. Zusammenfassung des Tages. Ja. Zeitpunkt der Aussaat. Möhren. Ja, herrlich. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt für die ganzen Weltraumsteine. Ordentlich Inventarplätze bekommen. Ich glaube, hier dürfte jetzt nichts mehr sein. Nee, ich habe nichts. Ich muss mal ein bisschen was herstellen. Post habe ich nicht. Ein bisschen was herstellen, damit ich Kohle verdiene. Und den Tisch hier mal voll machen. Was ist das denn hier? Achso, Kohlsuppe. Kohlsuppe wird gerade gekauft. Was ich Kohlsuppe herstellen kann. Wahrscheinlich nicht. Und wenn, habe ich auch nicht alles. Ja, das soll es immer gewesen sein für diese Folge. Nächste Folge finden wir dann vielleicht. Finden vielleicht halt das den Rubin, den wir brauchen. Ich glaube, es war ein Opal. Ist egal. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Oh, hier Rohrkolben schön am Wachsen. Alles schön am Wachsen. Herrlich, herrlich. Ja, nächste Folge geht's weiter. Da werden wir dann hoffentlich das hier erweitern. Ich brauche die Nägel. Doch, das werden wir machen. Doch, doch. Nägel. Die mache ich jetzt fertig. Das wird alles fertig sein da. Ja. Und dann machen wir Nägel mit Köpfen. Und dann wird das Haus erweitert. Genau. So wird's laufen. Da oben ist eine Katze. Ist ja witzig. Ja, genau. Würde mich freuen, wenn ihr in die nächste Folge wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.